Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Genshin Impact. Und wir sind fast an der gleichen Stelle, wo wir letztes Mal die Quest gemacht haben. Also es ist literally eigentlich die gleiche Stelle. Mehr oder weniger. Und haben jetzt hier die nächste Quest von Laternenritual. Eine Laterne, die hier aufsteigt, sehen die Adepten vielleicht, oder? Doch mit diesen Materialien, was machst du da? Ah, mein Junior und ich haben uns bloß mit dem Aufstieg der Laternen beschäftigt. Leider nur haben wir nicht genügend Materialien zur Hand. Falls du bereit wärst. Und schon wieder Gua dies, Gua das. Das Laternenritual gibt es nur einmal im Jahr, aber du kannst bloß an die Gua-Schule denken. Haben wir beide doch nicht die Gua-Schule besucht? Es ist unsere Aufgabe, die Gua-Schule wieder zu Heitem rumzuführen. Ja, Bruder, was immer du sagst, Bruder. Verzeihung, wärst du vielleicht bereit, einige Laternenmaterialien für mich zu beschaffen? Werde ich machen. Hab vielen Dank. Ich habe alles überprüft, es fehlt immer noch eine Qingxing. Unsere letzten Gepflückten sind mittlerweile vertrocknet. Ihr könnt Laternen aus Xingxin basteln. Eine ungewohnte Methode, doch meine Guha-Mitschüler und ich kamen auf die Idee, als uns langweilig war. Laternen mit Blumenduft haben einen gewissen Reiz. Ich werde hier auf dich warten. Bitte bring mir die Materialien, sobald du sie hast. Vielen Dank. Tja, das sollte kein Problem sein. Ich werde hier. Achso. Danke, jetzt können wir eine Laterne flechten. Und fertig. Schreibe unsere Wünsche später auf diese Laterne. Du hast schon immer eine schöne Handschrift. Sicher, ich kümmere mich darum. Schwester, bist du wegen irgendetwas sauer? Was ist los? Oh nein, ich bin nicht sauer. Ich könnte gar nicht glücklicher sein, mit dieser Laterne zu helfen. Du solltest deine Laterne steigen lassen. Das sollten in der Tat, was zum Teufel. Dann geh, wenn du willst. Ich komme auch nicht mit. Für so eine Kletterpartie fehlt mir die Kraft. Aber wir haben uns hier lange genug ausgeruht. Bei mir sind Kopfschmerzen im Anmarsch. Bei der kalten Bergluft fange ich meine Erkältung an. Der Wind weht stark hier oben. Bitte gestatte es mir. Ich sage, wenn du so freundlich wärst, besprich, würde ich sie von einem ganz bestimmten Punkt aussteigen lassen. Als die Guha-Schule noch nun ja existierte, führte mich zu jedem Laternenritual ein älterer Schüler hierher, um eine Laterne steigen zu lassen. Leider war die Schule dem Niedergang geweiht. Schon lange hat kein Guhua-Anhänger diesen Ort betreten und eine Laterne steigen lassen. Steigen zulassen. Da du deine Hilfe anbietest, werde ich nicht ablehnen. Bitte begib dich dorthin und lass die Laterne für mich steigen. Ich markiere den Ort für dich. Ich muss mich um meinen Gefährten kümmern. Das ist, naja, gut. Haarspalterei. Alter, was zum Teufel? 2000 Meter? Ja, moin. Das ist einfach am anderen Ende der Welt. Das berechne ich aber nochmal als Sonderspesen. Solche Extra-Ausgaben für so einen langen Weg. Bus, Bahn, Flugzeug, alles, was ich gebraucht habe, um hierher zu kommen. Damn, der Baum sieht ziemlich nice aus. Das sollte der Platz sein, den Sufuju erwähnte. Willst du hier Laternen aufsteigen lassen? Nur die Mitglieder der Guha-Schule kennen diesen Ort. Eure Gesichter sind mir fremd. Ich habe einen Auftrag. In der Guhua-Schule erinnert sich noch jemand an diesen Ort. Als ich eintraf, war keiner hier, das stimmte mich traurig. Doch jetzt freut es mich, dass sich in der Guhua-Schule noch jemand an diesen Ort erinnert. Die Guhua-Schule ließ ihre Laternen steigen. Ja, wir flochten unsere Laternen, dann brachten unser älterer Schüler her. Sie gingen voran. Wir folgten mit der Laterne in der Hand. Damals verschmolzen die Laterne vom Berg und von unten am Himmel zu einer einzigen. Das ist so grottenschlecht geschrieben, what the fuck. Damals verschmolzen die Laterne vom Berg und von unten am Himmel zu einer einzigen. Also ich meine, wenn man es Stück für Stück liest, checkt man es schon. Aber das sagt, also what the fuck, wer sagt das so? Die Laterne vom Berg und von unten. Na. Aber jetzt lassen wir zuerst die Laternen steigen. Falls ihr danach Zeit habt, können wir weiter über die Vergangenheit reden. Okay. Fancy.
Okay. Ganz schön schweigsam, die junge Dame. Einst wurde zum Anlass des Laternenaufstieg eine Feuer. Alter, was zum Teufel? Einst wollte zum Anlass des Laternenaufstieg eine feurige. Uff, ein feuriger älterer Schüler sich mit mir messen. Bevor ich antwortete, hatte eine treue Mitschülerin schon heimlich Wasser vor ihm auf den Boden geschüttet. Der Boden war nass und rutschig. Einer der älteren Schüler wollte sein Schwert ziehen, da rutschte er schon aus und landete auf dem Hintern. Ich lachte so sehr, dass ich es ihm gleich tat. Er war nicht wütend, sondern zeigte nur lachend auf mich. Die anderen standen um uns herum und lachten ebenfalls. Keine Ahnung, wo er heute ist. This was he on it. This was he on it. Vergänseblümchen pflücken? Anyone? Ich erblickte auch einen Hoffnungsschimmer. Es war ein Junge, der noch ganz neu zur Goa-Schule gehörte. Er war hübsch, gut erzogen und außergewöhnlich talentiert. Ja, redet ihr von mir? Es schien, als würde er die Tradition wiederbeleben. Doch er war schwer zu finden. Lange Zeit gab es keine Spur von ihm. Ich hätte nie meine Hoffnungen in ihn setzen dürfen. Ich sollte ihn lieber aufgeben, nicht auf seine Rückkehr warten. Ja, ist ja schon offensichtlich, dass sie da mit dem Dude meint, der uns beauftragt hat. Ist ja auch okay, Frau Genedert. Ach, als ich die Goa-Schule verließ, gab es kaum noch Schüler. Der Meister gab mir keine Schuld. Er meinte nur, ich solle ein gutes Leben leben. Doch jetzt weiß ich nicht, ob ich das geschafft habe oder bloß ein belangloses Leben lebte. Es heißt, ein Goa-Schüler namens Sun Yu, der Goa wiederbeleben will, befindet sich derzeit auf dem Berg. Hätte ich bloß seinen Mut. Pardon, ich verplaudere mich. Es fühlt sich gut an, draußen etwas frische Luft zu schnappen und mir einiges von der Seele zu reden. Du wirkst niedergeschlagen. Aber mir geht's gut, es ist bloß der festliche Anlass. Aber es wird langsam spät. Frohes Laternenritual und bitte würdet ihr dem, der dich mit der Laterne hierher sandte, eine Nachricht überbringen? Sie lautet so. Die Nachricht lautet, frohes Laternenritual von Shiro, schätze ich. Dir auch ein frohes Laternenritual. Danke, pass auf dich auf. Unlucky gelaufen, I guess. Unlucky gelaufen. Ist die Gua-Schule, ist das die von Ding? Von, na, wie heißt er? Von, na, ihr wisst schon, Dingens. Xingxiu, ist das die Gua-Schule? Ich glaube schon, ne? Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe nur eine Chance. Ah, du bist zurück. Hast du die Laterne steigen lassen? Als wir die Laterne aufsteigen ließen, sind wir jemandem begegnet. Verstehe, ja, Shiro, ich erinnere mich an sie. Sie hat sich vor langer Zeit um mich gekümmert. Und sie denkt immer noch an die Guhua-Schule, wie erfreulich. Wie geht es der kleinen was zum Teufel? Ich weiß nicht, wie ich den Namen aussprechen soll. Ihre Kopfschmerzen werden besser. Vielleicht hat sie sich bloß einen Schnupfen eingefangen. Jetzt geht es um Bruder, diese Shiro, die du gerade erwähnt hast. Gehört sie zur Guhua-Schule? War sie schön? Hast du sie gut gekannt? Und nun ja, allzu gut kannte ich sie nicht, aber Shiro war eine recht talentierte Heilerin. Wer verletzt war, ging direkt zu ihr. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, waren sehr wahrscheinlich viele in der Gua-Schule in sie verschossen. Auch du, Bruder? Oh, ich? Bruder, was für ein Verhältnis hattest du zu Shiro? Wir stehen uns wirklich nicht sonderlich nah. Wir teilen das Schicksal unserer Schule. Aber Bruder, in was für einem Verhältnis stehen dann wir? Wir teilen natürlich ebenfalls das Schicksal unserer Schule. Tod. Cher, was hast du da? Was hast du? Nicht was hast du da? Was zum Teufel ist das für ein Ende für die Quest? Das ist ein weirdes Ende für die Quest. Alright, ab zur nächsten Quest. Es gibt ja unendlich davon. Jesus Christ. Es kommen halt nochmal neun, ne? Das ist quasi, also wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ein bisschen über der Hälfte vielleicht. Es kommen einfach nochmal neun Aufträge. Also, ich finde, sie haben es ein bisschen übertrieben. Mit der Aktion. Not gonna lie. Ich meine, es passt ja, dass man was zu tun hat und es gibt auch echt viel Urgestein. Keine Frage, das ist nicht zu unterschätzen. Aber man muss auch echt viel dafür machen. Also, es ist nicht so, dass man sich das mal schnell abholt.
Verzeih, dass ich dich trotz des Fests störe, Reisender, wir sind derzeit unterbesetzt. Zu jedem Laternenritual häufen sich die Krankmeldungen. Warum geschieht das bloß? Während des Laternenrituals legen alle die Arbeit beiseite, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Natürlich kommt es überall zu Banketten mit feinen Speisen und Getränken. Darum tritt auch die ein oder andere Magenverstimmung auf. Neben einigen anderen Babychen. Blau machen. Ich rate den Leuten zwar, sich ein wenig zu zügeln, doch bei so einem Anlass stoße ich auf taube Ohren. Ein paar Haushalte baten mich bereits um Mittel gegen Verdauungsbeschwerden, doch ich kann die Bubu-Hütte nicht einfach so verlassen. Reisender, wäre es in Ordnung für dich, die Medikamente auszuliefern? Wo sind Baiju und Chichi? Chichi sammelt Kräuter und ist noch nicht zurück. Vielleicht hat sie sich wieder verirrt, weil sie so ein schlechtes Gedächtnis hat. Baiju treibt wohl medizinische Forschung oder etwas völlig anderes. So oder so geht mich das nichts an. Daher befürchte ich, dass alles bei dir liegt, Reisender. Alles klar. Danke, hier ist das Mittel. Bitte bring es so rasch wie möglich zu Guanhai und Shihua. Ja, moin. Das waren sehr, sehr kreativ. Bei den beiden Lieferpunkten. Kann aber auch sein, dass sie an NPCs gebunden sind, die NPCs sich frei bewegen. Oh mein Gott, das ist ein Weltauftrag. Den müssen wir leider annehmen. Es scheint so, als könnte niemand dieser Sache auf den Grund kommen. Wer ist ein Grund denn? Ich spreche vom Hinweis. Vielleicht sollte ich lieber Gerücht sagen. Ein Gerücht über einen Schatz. Es gibt da diesen Abenteurer, der behauptet, in der Nähe des Tianxiu-Tals den Hinweis eines Schatzes entdeckt zu haben. Schlussendlich konnte er aber nicht mehr tun, als der Gede davon zu berichten. Die Gede konnte nicht mehr tun, als denjenigen eine Belohnung zu versprechen. Diesen. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Das, ohne Spaß, das haben wir schon mal gemacht. Pretty sure, dass das genau der gleiche Questtext ist, den es wahrscheinlich. Also, ich bin mit 1000%ig sicher. Das haben wir 1000%ig 1:1 schon so gelesen. Ups. Lol. Da kam mir wohl ein Hausdach in die Quere. In die Quere. Ich muss etwas Schlechtes gegessen haben. Mir sind einige Medikamente vom Kräuterkunde Gui. Ich werde danach dürfen wir noch zweimal ausliefern. Mindestens. Oh, vielen Dank. Das ist das Mittel gegen Magenbeschwerden, um das ich ihn bat, oder? Mein Magen fühlt sich einfach schrecklich an. Als ich durch die Straßen schlendere, gönnte ich mir einen Imbiss nach dem anderen. Bevor ich mich versah, war ich vollgefressen. Was genau hast du gegessen? Gebratenen Reis, rohen Fisch, Früchte und jede Menge Garnelen. Ah, und exzellenten Wein. Kein Wunder. Naja, dazu gibt es ja Medikamente, oder? Wozu so ein Fest, wenn man nicht essen kann, worauf man Lust hat? Aber danke fürs Überbringen der Mittel. Ich sollte mich jetzt lieber ausruhen. Wo der Mann recht hat, hat er recht. Au, 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 das tut weh. Hier sind einige Medikamente vom Kräuterkundler Gui. Oh, danke, genau das habe ich gestellt und es kommt gerade rechtzeitig. Ich fühle mich schon besser, der Wind vom Meer hat mich letzte Nacht frösteln lassen. Du hast keine Magenverstimmung? Ha, unmöglich, ich habe einen eisernen Magen, außerdem habe ich mir bloß dreimal gegrillten Fisch gegönnt. Und selbst jetzt können meine Freunde nicht so viel essen und trinken wie ich. Genug geredet. Ich muss dieses Mittel rasch einnehmen. Mich erwartet ein Weingelage. Pass gut auf dich auf. Oh, keine Sorge, ich bin auch keiner der Knacker. Aber nett, dass du dich sagst, ich werde aufpassen. Das heißt nicht, dass du dich totsaufen sollst, Junge, nur weil du keiner der Knacker bist. Aber ich weiß, die meisten Leute sehen das etwas anders. I know that. Wenn du jemals ein alter Knacker werden solltest, solltest du etwas weniger trinken. Werden willst, solltest du etwas weniger trinken. Danke für deine Mühe. Wurden alle Medikamente ausgeliefert? So wie ich das sehe, haben sie es nicht gelernt. Tja, so ist es nun mal. Wer nicht auf sein Lebensstil achtet, dessen Darmbeschwerden sind nicht zu heilen. Wir können bloß die Symptome behandeln. Doch zumindest meine Aufgabe ist nun erfüllt. Also wegen der Laternen. Oder das Laternensteigen? Wir beteiligen uns nicht daran. Die Laternen bergen Wünsche. Was sollte die Bubu-Hütte für einen Wunsch haben? Andere Geschäfte wünschen sich höhere Umsätze. Doch eine Apotheke soll heilen und retten. Diesen Wunsch sollten wir darum nicht hegen. Du hast ein gutes Herz, Gui. Aber was mich persönlich betrifft, würde ich gerne mitmachen. Schließlich ist es ein Fest. Doch ich konnte noch keine Laterne flechten. Ich war in den letzten Tagen zu viel beschäftigt. In meinen kurzen Pausen kann ich bloß ein wenig daran herumbasteln. Wenn ich damit fertig bin, ist das Laternenritual vorbei. Ich kann dir helfen. Das würdest du wirklich? Danke.
Da bist du ja. Ist die Laterne fertig? Hier ist sie. Vielen herzlichen Dank. Hier, nimm gleich 11, Bro. Ich hab's ja dicke. Die Laterne ist so robust wie schön geformt. Im Vergleich zu mir bist du viel geschickter. Wenn das so ist, sollten wir die Laterne später am Abend steigen lassen. Ich kenne ein gutes Plätzchen. Bis dahin soll ich meinen Wunsch einfallen lassen. Ich will mich ja nicht beschweren, aber ein bisschen nervig ist es schon. Also warum muss man den jetzt noch begleiten? Wir haben ihm doch schon die Laterne gegeben. Ups. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a. Das ist immer der gleiche Punkt. Genau da war doch auch der Wehrmeer. Und dieser eine. Ach. Kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Aber hier waren auf jeden Fall alle. Die ihre Laterne haben steigen lassen. Gefühlt. Ich meine, gut, das ist vielleicht auch der beste Spot, aber trotzdem. Was ist mit der anderen Seite von Leo? Ja, das sind auch Berge. Da bist du ja. Ich habe meinen Wunsch niedergeschrieben. Du kommst gerade recht. Lass mir die Laterne aufsteigen. Was meinen Wunsch angeht, letzten Endes habe ich einen Liyue gute Gesundheit gewünscht. Und was die Bubu-Hütte angeht? Nun, dieser Wunsch ist persönlich. Ich denke mir Rezepte aus, um zu verhindern, dass jemand von Krankheit geplagt wird. Es geht der alte Spruch, ich wünsche mir, dass niemand sich mit Krankheit plagen muss. Wie viel Staub sich auch auf unseren Regalen sammelt. Wären alle gesund, bliebe mir mehr Freizeit. Und wenn du mich fragst, wäre das schön. Oh, warte, da fällt mir ein, dass eine Person ihr Mittel noch nicht erhalten hat. Tut mir leid, aber ich muss zuerst handeln, ein frohes Laternenritual. Danke dir, Brody. So, gucken wir mal, wie weit wir sind. Ich glaube, uns fehlen noch 2 Quests oder so. Drei fehlen uns noch. Wow. Alter. Das ist echt heftig. Achso, Moment mal, habe ich die gar nicht angenommen? Ach, die waren noch gar nicht verfügbar. Oh. You're killing me. Alter Schwede. Und danach kommen nochmal 9. Ich pack's nicht. Alter. Also die haben echt den Vogel abgeschossen mit dieser Aktion. Weißt du, erst machen sie gefühlt gar nichts. Aktionen. Die erste Aktion war einfach nur dieses Ding abfarmen. Na gut, da haben sie wahrscheinlich zu viele Leute beschwert und jetzt machen sie das. Aber das ist irgendwie auch nicht so wirklich das Wahre. Die ganze Zeit solche sinnlosen Quests zu machen. Also mir persönlich gefällt es nicht so sehr. Vor allem, da die Quests verpflichtend sind. Das heißt, du kannst nicht... Oh, neuer Probelauf. Du kannst nicht sagen, okay, du machst die Quests, wenn du Bock drauf hast, sondern du musst sie machen. Weil sonst kannst du die Aktion nicht wirklich beenden. Oder halt nicht wirklich alle Belohnungen von der Aktion bekommen. Naja. Auf jeden Fall, thanks for watching. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Like, Kommentar und ein Abo auf dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.